Schönen guten Abend, auch guten Morgen, 21.08. schon 1 Uhr. unser Big Picture DAX im Monthly, ja, schaut mal her, da haben wir hier den Bereich, also die Partner, wir sind jetzt hier von den Bollingern und im oberen Band sind wir jetzt gerade in der Mitte hier. Mittlere Band kommt ein bisschen nach. Parabolik wäre hier bei 11.600, wäre der erste Widerstand. Der erste Dip bei der Parabolik wird wahrscheinlich scheitern. Ja, sehr oft bei dieser Dynamik. Ne? Das heißt, wenn du das mal auch in anderen Zeitzonen immer beobachtet, was zu vermuten wäre, dass dieser Monat wahrscheinlich nicht unter die 11.700 gehen sollte. Es ist immer davon die Rede von Flash Crash und etc. Ja. Diese Dinge heißen ja auch deswegen Black Swan, weil sie, sag ich mal, black sind und ja kein Mensch vorher sozusagen das erahnen kann. Wir reden hier von einer normalen Dynamik des Marktes, des normalen Trends. Ja. Und der Trend ist jetzt momentan wieder, könnte wieder leicht bullish werden. Ja. Im Monthly bedenkt auch Folgendes. Es sind natürlich Bundestagswahlen. Ja. Und wir hatten hier, jetzt haben wir August, Juli, Juni, das heißt, letztes Settlement vom Quartal war hier. Ja. Juni, das heißt, Mai, April, März. So, das heißt, der letzte Verfall am März war hier. Ja. Und es ist so, März, ganz kurz, März, Februar, Januar, Dezember. Das heißt, wir waren hier. Das war letzter Verfall. Das heißt, sehr oft macht der Markt Folgendes. Er nimmt die Quartale, also die Quartals-Optionsverfalltage, die großen Optionsverfalltage, und bildet dann nach diesen Optionsverfalltagen, vor allem nach den Quarterlies, einen neuen Trend. Ja, und das seht ihr auch hier wunderbar, wenn ihr das weiter verfolgt. Das heißt, an irgendeinem Zeitpunkt, sag ich mal, marschiert der Markt in die eine oder andere Richtung. Hier hat er aber dieses Szenario nicht weitergeführt. Ja, so, das heißt, es ist zu vermuten, das heißt, wenn es eine Seitwärtszone gibt, wäre zu vermuten, dass er oder dass der Markt Folgendes machen kann. Er kann jetzt auf diesem Niveau, also zurückkommen, auf das Niveau zurückkommen, oder er könnte hier in dem Bereich setteln. Ja, also sprich zum September hin. Ja. Da haben wir Bundestagswahl. Jetzt sagen wir so, Bundestagswahl, nichts Neues. Ja. Das heißt, es ist nichts Erwartetes im Markt. Es wird nur volatil, wenn etwas Unerwartetes geschieht, ja, wenn eine Partei, die, sage ich mal, jetzt nicht auf der Rechnung steht, ja, gewinnen soll, was sehr unwahrscheinlich ist. Das können wir eigentlich fast schon von einer Standardabweichung sprechen. Das heißt, wenn das jetzt die CDU wäre, die Frau Merkel, ja, vielleicht ist es ja auch schon so ein bisschen, ja, dann wäre das hier von der ersten Standardabweichung, ne? Das wäre, sagen wir mal, die CDU. Das heißt, das ist schon einkalkuliert, dass wir da wahrscheinlich ja, keine Volatilität haben und an äußeren Rändern haben wir die kleineren, sag ich mal, Parteien, ja, oder etwas unbekannt, also etwas schwächere Partei, sag ich mal, oder kleine in der Hinsicht. Und wenn jetzt nun diese Partei, ja, gewinnen würde, dann würde sicherlich auch der Markt auch entsprechend auch ausschlagen. Also man könnte eigentlich auch so eine Parteistandardabweichung machen, ja. Aber sehr interessant. Das ist mir heute beim Autofahren eingefallen. Ja, sie ist aber so, sieht auch ein bisschen aus wie die Merkel. Nein, Spaß beiseite. Also, es wird wahrscheinlich nichts Neues sein, ja. Denn ihr müsst eins bedenken. Es gibt natürlich viel im Internet, ja, aber jetzt denkt mal logisch nach. Die Märkte verändern sich, die Politik hat sich verändert. Es gab natürlich in der Geschichte jetzt des DAX, gab es ja bestimmte Charaktereigenschaften, ja, wie sich der DAX verhält vor den Wahlen. Nun, das waren aber auch Situationen, wo die Wahlen auch tatsächlich oft noch nicht so ganz klar im Vorfeld definiert waren, wie jetzt, die letzten Jahre. So, das heißt, man kann nicht diese historischen, sag ich mal, Gegebenheiten jetzt auf die aktuelle politische Situation beziehen. Ja, Vorsicht. Ne?
Man könnte sich vielleicht wundern, vielleicht macht der DAX neue Hochs. Ja? Aber erfahrungsgemäß, ja, wenn er jetzt, sag ich mal, den Trendbruch auch beim Optionsverfall bricht, ja, wir sind jetzt hier im August, haben wir hier gesettelt. Das heißt, er macht in den 3 Monaten, also zwischen den Quarterlies, macht er diesen Trend. Ja? Das heißt, es wäre dann höchstwahrscheinlich der nächste Monat, könnte etwas tiefer werden. Das heißt, der Verfall könnte in der Tat im September hier sein, oder? Weil das ist vor den Wahlen, ne? Der Optionsverfall vor den Wahlen. Und dann könnte er, ne, der Markt hätte dann genug Kraft und Luft, eben halt mit den Ergebnissen mal mitzuspielen, obwohl das ja völliger Quatsch ist. Ja, der DAX ist überhaupt nicht politisch. Ja, das verwechseln viele. Sondern er wird nur auf, wie gesagt, nicht einkalkulierten Sachen reagieren. Ja, so. Das heißt, dann hätte der den Weg frei. Ja, das heißt, der erste Dip wäre jetzt hier im monatlichen, sag ich mal, würde positiv verlaufen. Aber wie gesagt, es ist so, wie gesagt, nochmal vom Quarterly-Verfall zum nächsten, ja, würde er dann praktisch den Juli, August war er tiefer, und dann müsste er per Definition nochmal den September eigentlich auch noch tiefer setteln. Und dann könnte er im Dezember gegebenenfalls wieder höher, sage ich mal, ja, sprich auf die 1300 hochkrabbeln. Ja, das heißt, es wäre dann der nächste Verfall. Es wäre also sehr wahrscheinlich, dass er das macht. Ja. Also es ist ein Ding der Wahrscheinlichkeit. Die momentane Weekly-Dynamik sieht so aus. Da sind wir leicht im Abwärtstrend. Das heißt, wir haben hier auch die Parabolik ober der Preissection. Wir haben das ist das mittlere Band der Bollinger unterschritten. Die Preissection ist unterhalb. Ja. Der ADX selbst ist aber fallend, nicht kraftvoll. Ja. Keine klare Dominanz. Das heißt, es ist eher so eine leicht Seitwärtsphase, also es ist nicht jetzt ernstzunehmende, sag ich mal, Preisaction im südlichen Bereich. Ja. Es ist aber trotzdem immer darauf zu achten, dass hier offiziell die Bären, ja, hier die Oberhand haben, solange wir nicht die 300 knacken. Ja. Das heißt, ab morgen wird halt die 400, die 12.450 wird sicherlich eine größere Hürde sein, wenn die Bullen diese nicht packen. Wird es in die Seitwärtszone weitergehen? Die Dynamik nimmt ein bisschen zu, aber nicht ganz so drastisch. Das heißt, erfahrungsgemäß, wenn man noch so 1, 2 Wochen könnte man, also es könnte zum Verfall, wie gesagt, von der Dynamik her wäre die 12er eigentlich prädestiniert. Warum? Denke ich auch so. Denk mal logisch. Ist nämlich oft so, dass vor Entscheidungen sozusagen der ADX, ja, und die D-Plus- und D-Minus-Geschichten sich so bei 20 aufhalten. Ja? Und erst nach irgendeiner Entscheidung schlägt das eine oder andere aus. Ja? So, das heißt, es ist zu vermuten, dass die Volatilität, also sprich doch dein ADX, und auch hier von den Bollinger-Bändern wird sie wahrscheinlich ein bisschen zusammen, sollte sie etwas zusammenkommen in den nächsten 1, 2, 3 Wochen. Ja? Das heißt, der Markt wartet so ein bisschen die Wahlen ab, ob wieder die Stimmung ist etc. Und dann würde er gegebenenfalls nach den Wahlen ausschlagen, das wäre so das Typische. Ich kann mir jetzt kaum vorstellen, dass von den Wahlen jetzt Extrembewegungen kommen. Wäre auch jetzt von der Dynamik her nicht logisch. Ja? Das heißt, er hätte das ja schon längst machen können. Schaut mal her. Ja? Viele denken, oh, jetzt muss er. Ja? Überlegt mal, er hat ja eine Woche, ja, eine Woche, 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen Zeit gehabt, jetzt dieses Preislevel zu knacken. Ja, warum hat er es nicht gemacht? Das heißt, er wurde ja, also die Preissetzung war in dem Fall sogar noch etwas tiefer. Ja. Warum sollte er plötzlich jetzt morgen hier, ne, diese 400-500 Punkte machen? Das heißt, von der Dynamik, ja, erwartet er, sag ich mal, so eine Seitwärtszone, wäre jetzt eher zu erwarten. Ne, und die markanten Stellen, wenn wir im Daily die nochmal anschauen, die markanten Zahlen, ja, Widerstandszonen und Unterstützung wären jetzt im Daily. Ja, ich schätze mal so die 12er, ja, die ist jetzt hier bei der Parabolik drin. Die Bullen haben die 12.195 im Visier. Das heißt, wenn sie die knacken, auf Schlusskursbasis, bitte. Ja, nicht während des Tages. Schaut immer den Schlusskurs an. Das zählt. Wenn der Schlusskurs diese Woche im Tagesbereich über 1200, 12.200 ist, liegt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine leichtere Aufwärtsbewegung haben. Nächsten höher, sollte es in den nächsten Tagen, 1, 2 Tagen oder so, nicht geschafft werden, ja, diese 12.200
200 ist zu vermuten, dass wir ein bisschen hier in dieser Range gefangen werden. Ja, das heißt, die Minus ist schon leicht negativ, aber ADX ist nicht steigend. Ja, ADX ist noch nicht so richtig steigend. Also die Dynamik nimmt so ein bisschen ab. Das sieht man auch, die Pollinger gehen jetzt nicht, sage ich mal, aber ist kein klaren Trend. Und hier der ADX hat auch keinen klaren Trend. Ja. Also wie gesagt, die nächsten Zonen wahrscheinlich, die er jetzt testen wird, wird die 12, sag ich mal, 1190 und im unteren Bereich sollten die 1244 maximal dann so die 12er auf Tagesbasis halten. Das heißt nicht auszuschließen, dass er da rumtestet. Ihr merkt ja, wir sind volatil, einige Trader sind aus den Positionen raus durch diese volatilen Bewegungen. Deswegen sind Optionen dahingehend gar nicht so schlecht als Absicherung oder Strategie. Da kann man diese Phasen wunderbar überstehen. Und ja, also wie gesagt, passt da nochmal auf. Die Märkte sind generell etwas volatil, ja, gerade bei den markanten Stellen. Ja, vielleicht kann es auch mal so sein, dass über Nacht, sag ich mal, etwas gebrochen wird, ja, und dann am nächsten Tag etc. korrigiert, weil es ja viele doch im Daytrading-Bereich unterwegs sind, sodass der Markt in diesen Phasen gerne dann das macht, was einem nicht so viel Freude macht, ja, dass man zwar recht hat, ja, in der Hinsicht von der Positionierung, aber es leider nichts nützt, ja, wenn man ausgeschopft wird. Ja. Und da kommen wir auch zu der Psychologie, die wir auch immer wieder im Club besprechen, ja, was viele unheimlich unterschätzen. Und was ich auch immer lustig finde, wenn man dann versucht zu fragen, ja, hohe Trefferquote, wohin der Markt geht. Okay, jetzt mache ich euch mal ein Beispiel. So, jetzt sage ich euch als Oberguru hier, der Markt ist, wird im Oktober hier sein. Okay, Martin sagt jetzt hier, da werden wir sein im Oktober. Ja, und dann folgt ihr mir alle, ne? Und sagt, Mensch, was der Martin sagt, ist toll, ne? Und dann geht ihr jetzt alle long. Ja, geht ihr hier schön long, weil ich das jetzt sage ich's. Ja, vorher konnte ich es nicht sagen, aber erst jetzt sage ich's, weil ich erst jetzt, ich habe diese Eingebung gehabt, wie viele. Jetzt aber so, wir haben jetzt zum Beispiel hier so eine Phase zum Beispiel, wo es einen extremen Crash gibt und dann haben wir wie bei Brexit plötzlich eine enorme Käuferphase. Ja, und leider ist es so, dass wir hier alle, ja, ausgestoppt worden sind, die Konten sind hier, sage ich mal, etwas reduziert worden, sodass man vielleicht gar nicht mehr neue Positionen eingehen kann. Also sage ich mal, Konto im Extremfall, um das mal plastisch hier darzustellen, sage ich mal auf Null, ne, vielleicht von ein paar Tausend. Ja. Aber siehe da, die Prophezeiung ist in Erfüllung gegangen. Ne. Und der DAX ist da. Jetzt werdet ihr da sagen, Martin, bist ein toller Guru hier. Du weißt, wohin es geht, ja, aber trotzdem bin ich pleite. Ja. Das heißt, ihr wisst, das Trading hat nichts oder nur sehr wenig damit zu tun, wohin der Markt geht, sondern also damit zu tun, wie er positioniert seid vom Money Management, vom Risikomanagement. Versteht ihr? Ja, wenn man dann das Risiko nicht richtig managt, ja, und das bist ja du, das macht, nicht der DAX. Der DAX wird sich immer bewegen, egal wohin, der wird immer irgendwo stehen. Die Frage ist, ja, wo positionierst du dich mit welchem Risiko? Ja, das ist doch das Wesentliche. Und wir diskutieren hier Wahrscheinlichkeiten. Und wir sind sehr, sehr gut mit den Wahrscheinlichkeiten, denn es gibt einfach Phänomene von der Dynamik her, was auch viele Analysten nicht so richtig bedenken. Ja, man stochert ständig mit irgendwelchen Linien irgendwo rum, ja, aber ihr müsst ja die Gesamtdynamik, ja, steigender Trend, schwachender Trend, ja, wo sind markante Stellen und da sind dieses Setup hervorragend als Trader festzustellen, ja, wo sind meine Stellen, wo ein neuer Trend beginnt, ja, wir sind in der Lage, genau zu erkennen, ja, wo ein neuer Trend entstehen kann, wie wir ihn managen, das ist die Frage des Money Management, aber es zu erkennen, ist eine Kunst, die man erlernen kann, ja, wenn man das richtige Werkzeug hat. Wenn man das falsche Werkzeug hat, ja, das ist ja so, selbst ein toller Chirurg, ja, wenn er das falsche Werkzeug hat, kann den Patienten nicht heilen.